Hallo, heute geht es um die Kombinationen für die Liebe. Bei diesen Kombinationen gibt es keine offizielle Nummerierung wie bei den anderen Übungen. Außerdem soll man sie stetig variieren, um dann auf die reellen Situationen besser vorbereitet zu sein. Und also wirklich nur als Beispiel zu betrachten. Tja, und wie bei den Stößen geht man auch wieder vom letzten Hieb in die zweite Zeit, also in die Ausholbewegung des nächsten Hiebes über. Viel Spaß damit!